Liebe Gemeinde, außergewöhnliche Zeiten erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen. Nun noch schneller, als wir es gedacht, geschweige denn gewünscht hätten. Der Kirchenvorstand und ich unterstützen die angekündigten Maßnahmen der südafrikanischen Regierung. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Darin folgen wir auch den Empfehlungen unserer Kirchenleitung, der NELXA. Es werden keine größeren Veranstaltungen bei uns bis auf Weiteres stattfinden. Dazu gehört, dass wir den Ostermarkt absagen, der am kommenden Samstag bei der DSP stattgefunden hätte. Informationen darüber, wie man die schon gebastelten Ostergeschenke erwerben kann, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Die Sonntagsgottesdienste finden bis auf Weiteres nicht statt. Aber auf Gottesdienste wollen wir nicht ganz verzichten. Besonders in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir einander unterstützen mit Worten und mit Taten. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung, die geistliche Gemeinschaft unter uns aufrechtzuerhalten. Niemand soll in dieser Zeit allein gelassen werden. Wir gehen davon aus, diese Alternativen am Donnerstag organisiert zu haben und werden euch über SMS, WhatsApp, Facebook und E-Mail informieren. Ich bitte euch, haltet euch daran, euch selbst und andere nicht zu gefährden. Bleibt, soweit es geht, zu Hause. Haltet euch an die empfohlenen Hygienemaßnahmen und haltet Kontakt untereinander über Telefon und Internet. Schickt einander einen Gruß, einfach mal so. Redet miteinander und betet miteinander. Denkt daran, was der Präsident Cyril Ramaphosa gesagt hat. We have the knowledge, the means and the resources to fight this disease. Ich glaube das auch. Und vielleicht haben wir sogar die Chance, daran als Gemeinschaft zu wachsen, indem wir einander schützen, unterstützen und beistehen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Barmherziger Gott, wir sind unsicher und haben auch Angst. Wir wissen nicht, was kommt. Wir vertrauen darauf, dass du bei uns bist und uns durch diese Zeit trägst. Schenk uns deinen Frieden und innere Gelassenheit. Und gib uns Ideen, wie wir einander in dieser Zeit schützen und beistehen können. Amen.